So, heute sind wir beim Thema Fast Food Deluxe und zwar unsere Sushi-Version. Wir machen wieder zwei verschiedene Versionen. Einmal mache ich eine salzige Version mit geräuchertem Butterfisch. Gibt es in der Fischabteilung zu kaufen. Man kann auch Forelle nehmen, geräucherte. Schwarze Nüsse, das sind Walnüsse, die eingelegt werden, wenn sie noch grün mit Schale sind und richtig mit Aceto-Essig und richtig schön würzig sind die eingelegt. Was fruchtig ist, eine Dattel kommt mit rein und natürlich der Sushi-Reis. Ich mache eine süße Version mit einer Charon oder auch Kaki genannt. Frischstäbchen, das sind so Schokoladenstäbchen mit so einer flüssigen Kern in der Mitte. Dann gebe ich noch ein bisschen Absinth dazu. Für die Fruchtigkeit einen Pfirsichlikör und ein bisschen Zucker. Für beide Versionen habe ich den Sushi-Reis jetzt warm ausgewaschen, dass die ganze Stärke alles rausgeht, weil es klebt mir auch so zusammen, später dann durch den Reisessig und bei mir durch die süßen Varianten. Ich gebe das Ganze jetzt in den Topf, verteile es schön. Ich schneide meinen Butterfisch schon mal in der Zeit. Butterfisch ist eine Makrelenart, der relativ hohen Fettanteil im Fleisch hat und dadurch kann man den sehr schön beizen oder räuchern. Ich habe eine geräucherte Version genommen und der ist unglaublich saftig und hat ein wunderbares Raucharoma. Kann man natürlich, wenn man keinen Butterfisch kriegt, auch gerne eine geräucherte Forelle hernehmen oder Aal. Ich gebe zu beiden Sushi-Reisen ganz normales Leitungswasser. Bei Bernds salziger Version geben wir ganz zum Schluss, wenn der Reis gegart ist, einen schönen Reisessig dazu. Bei meiner Version gebe ich jetzt gleich von Anfang an den Absinth mit rein. Das soll mir nämlich alles nur Geschmack geben. Ein bisschen Pfirsichlikör, lass es richtig schön einkochen mit ein bisschen Zucker. Ich habe jetzt hier die schwarze Nuss aufgeschnitten. Schwarze Nuss ist eigentlich klassisch zu einem Käsegericht dazu. Zu einem Sushi, finde ich, passt es perfekt, gerade wenn man diesen geräucherten Fisch hat. Die schwarze Nuss, man sieht hier, das ist die Walnuss, die wirklich mit allem, mit der grünen Haut, jetzt natürlich nicht mehr grün, und mit dem Kerngehäuse eingelegt wurde, richtig lang gewässert wurde, 3 Wochen werden die gewässert und hat einen unglaublich guten Geschmack. Man kann sie leicht süßlich machen. In dem Fall hier ist ein bisschen mehr in die Essigrichtung, in die Aceto-Richtung, mit ein bisschen Portwein und Madeira abgeschmeckt und es passt perfekt zum Geräucherten und zur Süße von der Dattel dazu. Ich schneide mir jetzt nur meine Charon in Streifen. Das Schöne ist, dass meine Fruchtstäbchen ja schon die perfekte Sushi-Form haben, ich sie später bloß noch reinlegen muss. Beim Sushi-Reis ist zu beachten, ich lasse jetzt, egal ob die süße oder salzige Version, ich lasse das Ganze jetzt einmal aufkochen, dann 1-2 Minuten einfach ein bisschen brodeln, dann in dem Fall decke ich es jetzt dann mit Alufolie ab, nehme es von der Flamme runter, dass das Ganze durchzieht. Wenn jemand einen Reiskocher hat, kann man es natürlich auch super mit einem Reiskocher zu Hause machen, das ist schon klar. Man kann, wenn man den Reiskocher nicht in eine süße Version bringen will, auch später den Zucker dazugeben und es mit Wasser ansetzen. Ist natürlich nicht so intensiv wie jetzt, wie wir es einfach gleich süß von Anfang an machen. Braucht man natürlich eine Sushi-Matte dazu. Und diese Seetang. Und zwar sind jetzt diese gebrühten Blätter. Da gibt es ganz viele verschiedene Versionen. Wir haben eine ganz einfache genommen. Es gibt so silberleuchtende Algenblätter. Das sind jetzt, die einfach grün sind. Die sind nicht ganz so intensiv. Das passt ein bisschen besser zu der süßen Version dazu. Deswegen haben wir die leichten genommen. Und man sieht jetzt, die beiden Versionen köcheln jetzt vor sich hin. Jetzt schalte ich das Ganze aus. Decke es mit Alufolie ab. Und kann es jetzt erstmal wegstellen. Ganz einfach. Einmal aufkochen, abdecken. Genau, das Ganze lasse ich jetzt wirklich so 5 bis 10 Minuten ziehen. Dadurch saugen sich die Reiskörner richtig schön voll und fangen dann an, klebrig zu werden. Wenn ich merke, dass es die Flüssigkeit nahezu weg ist, kann ich es auf den Teller geben. Und man sieht dann schon, man hat hier das richtig schön klebrig und es ist von bisher perfekt. Was ich mal gelesen habe, ist, dass die Asiaten es dann so ein bisschen wedeln, dass es oben eine leichte Kruste sich bildet und dann verklebt das Ganze noch wesentlich schneller. Dann fangen wir mal an zu rollen. Die Matte natürlich
muss trocken sein. Unten drunter, dann ist Blumenblatt. Ich glaube, es sind zwei, muss man schauen, ja. Die sind sehr, sehr dünn. Natürlich, wir sind jetzt keine Profis, wir machen jetzt die einfachste Variante. Das Glänzende muss nach außen, also so. Dann diese leicht raue Seite, das spürt man so ein bisschen, wenn man mit der Hand drüber geht, muss innen sein. Ich habe jetzt hier noch einen Pflaumenbrand. Ich pinsel nämlich das Blatt, das anders ein bisschen flexibler ist und dadurch auch besser dann am Reis klebt. Man kann natürlich alles Mögliche nehmen. Viele nehmen auch nur Wasser, aber wir wollen natürlich einen Geschmack mit reinbringen. Ich habe jetzt hier einen Pflaumenbrand und pinsel damit das Blatt ein. Und es gibt einen super frischen Geschmack dazu. Ja, weil so ist es natürlich nicht elastisch und biegt sich dann nicht um den Reis. Deswegen muss man es immer ein bisschen befeuchten. Magst du meinen Pinsel? Ja, ich nehme jetzt einen schönen selbstgemachten Holundersirup, der nicht ganz so süß ist wie die gekauften. Damit ich echt auch nochmal einen zusätzlichen Geschmack habe. Bei dem Reis haben wir, bevor er abgekühlt ist, ein bisschen von dem Reisessig mit drauf gegeben. Soll ich jetzt noch was mit drauf geben oder hat es gelangt? Also vom Geschmacklichen fand ich es perfekt so. Und der Reis hat auch diesen Essig aufgesaugt. Man sieht wirklich, er ist echt schön trocken. Und der kommt jetzt hier drauf. Und dann schauen wir mal, ob ich es gut zusammenrollen kann. Dann gibt man den Sushi-Reis so ungefähr ein bisschen mehr als bis zur Hälfte auf das Nori-Blatt. Das Nori-Blatt nimmt unglaublich guten Geschmack an. Also wirklich, man kann auch mit einer Kräuterbutter dann natürlich arbeiten. Muss man dann halt schnell zusammenrollen, damit es nicht fest wird. Oder halt mit unserem Alkohol oder mit dem Holundersirup. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Man muss schauen, dass es so halbwegs gleichmäßig verteilt ist. Dass die Sushi-Rolle einen durchgehenden Strang ergibt dann beim Rollen. Und dass man nicht zu viel Füllung nimmt. Ja, toll, das hat mein Butterfisch schon geschnitten. Genau, ich fange jetzt schon mal an mit meiner Charon. Die lege ich einfach. Ich sag da nichts dazu. Die lege ich schön rein, schneide es aber so, dass es in der Mitte hält. So, ich bin gespannt. Sushi-Meister Benji Sushi. Genau, dann habe ich hier meine Schokoladentropfen. Nicht zu viel Füllung, hat er gesagt. Meine Füllung ist jetzt schon einiges dicker, als da jemals reinpasst. Aber egal, ich zeige es ihm einfach nicht. Dann ist es jetzt so, ich nehme jetzt die Sushi-Matte und biege das einmal um meine Füllung. Die Matte nehme ich aber wieder, rolle ich so ein bisschen zurück und drücke es feste. Dann nehme ich mit der Matte das Ganze hoch und schaue immer, dass es wie so eine Art Viereck ergibt. Also immer schön festdrücken. Die Matte wieder runternehmen. Mit der Matte rollen. Mit der Matte ein bisschen, das ist noch besser verklebt. Nicht zu viel Füllung, hat er gesagt. Genau. Dann, wenn ich alles komplett einmal eingeschlagen habe, tue ich mit meinen Fingern das Ganze schön zu einem Viereck formen. Hier kann mir jetzt nichts passieren. Ich kann immer wieder nachdrehen. Das Ganze formen. Der Sushi-Reis ist ein bisschen elastisch, deswegen ist es überhaupt kein Problem. Viereck habe ich nicht, aber es ist alles drin. Das ist das Wichtigste. Nachdem wir keine Sushi-Meister sind, darf es auch ein bisschen halbviereckig sein. Rund. So. Genau. Dann nimmt man jetzt am besten, tut man das kurz in den Kühlschrank, dass es komplett durch. Kühlt. Dann kann ich es richtig schön aufschneiden. Entweder ich nehme ein Sägemesser oder ich nehme ein richtig scharfes Messer, je nachdem, was man da hat. Man sieht es bei mir, das ist jetzt der Rand. Na toll, ich muss ein Sägemesser nehmen, ich sehe das schon. Ja, weil damit geht es besser. So, man sieht jetzt schon. Wir haben es aber auch jetzt nicht gekühlt, gell? Mhm. Wir müssen es ja unbedingt gleich probieren. Bei mir ist natürlich dieser lustige Vorteil, dadurch, dass ich diese Frischstäbchen beim flüssigen Kern haben, würzen die meinen Reis jetzt durchs Aufschneiden auch nochmal. Bei mir ist es vom farblichen Unterschied jetzt nicht so extrem wie beim Benny, da sieht man es natürlich viel besser, aber man sieht, hier ist schön der Fisch, hier ist die Dattel und die schwarze Nuss ist auch mit dabei.
und es hält alles sehr schön zusammen. Ich meine, für das, dass wir es nicht täglich machen, finde ich die Sushi-Rollen eigentlich ganz gut gelungen. Probieren wir mal. Ich fange auch mit der salzigen Version an. Genau, schneiden wir eine Scheibe runter. So, warte mal. Oh. Was Frisches noch drauf, ein bisschen Limettenabrieb. Wie viel Reis hast du da genommen jetzt ungefähr? Ich habe ungefähr jetzt nicht mal eine Tasse genommen, weil wir wollten jetzt bloß zwei kleine Rollen machen. Wenn wir jetzt zu zweit sind und sagen, wir wollen quasi davon essen und satt werden, nimmt man ungefähr bei der salzigen Version eine ganze Tasse, also eine Cappuccino-Tasse voll. Pro Person. Pro Person. Und dann nehme ich das eineinhalbfache an Wasser und am Schluss einfach so ein bisschen Reisessig. Das kann man ganz nach Geschmack machen, wie es sauer man es halt haben will. Fangen wir an. Probieren wir es. Man muss es auf einmal reinstecken. Abbeißen bringt ja nichts. Super. Das ist wenigstens nicht heiß. Mhm. Man hat schön den Reisessig, die Säure, den geräucherten Fisch. Die schwarze Nuss, die gibt natürlich was Nussiges dazu, ist logisch, aber auch den Madeira-Geschmack und den Portwein-Geschmack. Mhm. Und leichter Pflaumenbrand hinterher zum Einpinseln. Klar, kannst du jetzt ganz typisch mit Sojasauce trinken, bisschen Wasabi drauf machen, aber wir wollten jetzt hauptsächlich auf das Geräucherte halt aus und nicht durch die Schärfe das Ganze ein bisschen versauen. Natürlich, inzwischen Ingwer passt alles dazu. Da kann man dann wirklich spielen und zum Klassischen zurückgehen. Die Version finde ich sehr interessant, einfach mit dem Geräucherten und mit der schwarzen Nuss. So. Das Süße, für mich persönlich ja super, weil sehr schnapslastig. Hast du so viel Schnaps drin? Mhm. Super. Du hast den Biss von der Schokolade. Und da schmeckt die Alge auch nicht, wie man sich eine Alge vorstellt, dass es irgendwie fischig oder sowas ist. Der fischige Geschmack ist komplett weg. Es hält sich neutral, es ist ein interessanter Geschmack dazu. Zu diesem Pfirsichlikör, ein bisschen Absinth, Schokolade und die Charon. Und süßes Sushi, wer hat das schon regelmäßig? Richtig lecker. Es schaut toll aus, schmeckt lecker. Geht schnell, Fast Food Deluxe, unsere zwei Versionen von Sushi.